Willkommen zurück zu Soul Luster im Kampf gegen Spinnen. Wichtig, es sind Spinnen. Diejenigen, die Spinnen nicht mögen, ja, gibt ja so Leute, für die ist dieser Kampf vielleicht nicht so ganz geil. Es sind Spinnen, es sind Riesenspinnen. Naja, sie haben uns überrascht, aber sie haben ihren Überraschungsmoment nicht genutzt. Also sind wir jetzt an der Reihe und wir haben immer noch volles Leben und können alles machen. Und ich hoffe, wir nutzen das. Ganz clever. Eventuell. Nö. Fernkampf, ja. Lustig. Du bist lustig. So. Ja. Aber ich darf nochmal, ne? Weil ich habe ja eine Zeit. Oder auch nicht. Dann nicht. Ich dachte, ich dürfte zweimal angreifen, aber ne. Das ist mir aber irgendwie komplett doof gerade. Ich da. Ach so. Noch die Hälfte vom Überraschungsmoment ist irgendwie noch da, oder? Aber. Belastung. Aber nee, das hat ja nur mit Bewegung zu tun, ne? Au! Diese Momente, ich glaube, das ist das, was bei dem einen Typen so nicht mehr passieren kann. Weil ich da lang hier andere Waffen ausgerüstet habe. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Beim Bogen kann es immer noch passieren. Das trifft. Aber kein Gift, ne? Ne. Die machen halt nichts, ne? Weil die hier irgendwie auch so stehen, dass die ja nichts machen können. Aber bewegen, darauf haben sie auch keinen Bock. Das ist schon sehr lustig. Der trifft. Gut, aber stürmen tut es nicht. Na gut. Oh. You can't win. Ja. Trifft. Macht gut Schaden. Ich bin sehr happy über diese Waffe, die wir da hergestellt haben. Darüber bin ich nicht so happy, dass der jetzt hier nicht trifft. Alter. So, dann only the last blow matters. Schmerzen. Ja, tot. Tot, Verstümmelung. Das wie auch. So, jetzt habe ich hier keinen mehr in der Nähe, der von den Viechern. Das heißt, wir switchen einmal auf Bogen und gucken mal, ob wir da nicht. Aber landen tun wir. Und die machen halt nichts, ne? Die stehen ja nur so rum. Eventuell, also zu den beiden müssten wir wahrscheinlich hinlaufen. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich würde auch wieder, um erstmal sagen, dass wir uns auf die, die wir jetzt noch angreifen können, aus der Ferne fokussieren.
Also dass er hier nur einen Schaden macht, ne, ist so ein bisschen ist ein bisschen scheiße. Okay, er hat aber auch nur einen Schaden gerade gemacht. Na gut. Aber ein Schaden ist besser als keiner. Kann er das treffen? Ja, gut, das kann man treffen. Die machen halt nichts, ne? Ah, doch, jetzt kommt das eine. Ich bin Vieh an. Gelaufen. Trifft zwar nicht, aber. Hier hätten wir wieder Möglichkeit, im Nahkampf daneben zu hauen. So, hier wieder. Du bist beim Gegner, der nah an dir dran ist. Schlag ihn doch. Und treff ihn nicht. Crit. Wird langsam brenzlig. Könntet ihr vielleicht mal treffen? Sowas zum Beispiel. Well struck. Das war auch wieder ein richtig guter Treffer. Das nicht. Nein! Ich kann von hier den treffen. Okay, gut. Aber trotzdem erstmal hier. Trifft, glaube ich. Ja, trifft. Dann schießen wir mal auf den. Nee. Immerhin. Ja. Ja. Nein. Kann ich mit ihm theoretisch? Nö. Scheiße. Da muss ich wahrscheinlich hier oben eher so hin, ne? Ja. Ich will aber hier nur einen Damage machen, wenn der mal trifft. Ja, und nicht den Baum. Wir haben Informationen über Spinnies. Hast du schon mal was? Bolzen. Warum? Gut, dann nimmst du den Bolzen mit, dann nimmst du auch das mit. Noch irgendwas hier? Da.
Bolzen, du. So. Noch irgendwie von Spinnies was? Glaube nicht, ne? Ah, hier oben hätten wir auch hingehen können. Da könnten wir so einen Stein runterfallen lassen, aber das... Ja. Hier auch. Coole Mechaniken? Ja, haben wir jetzt nicht genutzt. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir haben ein Level Up. Jeder hat ein Level Up. Perfekt. Das ist gut für unsere Aufgabe, die wir jetzt machen wollen. Dann sind wir nämlich ein bisschen stärker. Ach, Trefferpunkt haben wir dazu. Kommen bei ihm 36. So. Entsperrte Klassenmerkmale. Die Boostwert Bonustalent. Egal, ob du einen Attributswert erhöht oder ein zusätzliches Talent erhalten möchtest. Ja, das Ding ist, wenn ein Attributspunkt erhöhen. Und ein Talent. Erhöht zwei Attributswerte deiner Wahl jeweils um einen Punkt oder einen einzelnen Wert um zwei Punkte. Und hier wähle ein zusätzliches Talent für deinen Charakter. Glaube ich eher für Attributspunkt, glaube ich. So. Gehen wir bei ihm auf Stärke. Also wir können insgesamt zwei wählen. Meine Stärke nochmal schön was reinballern oder Geschicklichkeit ist Bartlocher Schurke, aber ich bin ja Paladin. Also hier steht ja auch. Stärke, Charisma und Konstitution. Konstitution ist das Maß für Gesundheit, Ausdauer und Vitalität. Ich würde mal sagen, wir machen einen auf Konstitution und wir machen einen auf Stärke. So. Es hat eher vier Würfel, hat er das schon vorher gehabt? Ich glaube, er hat vorher drei Würfel gehabt, ne? Jetzt hat er vier Zehner Würfel gehabt, hat er jetzt. Das ist natürlich richtig nice. Ich weiß nicht, ob man mehr als vier Würfel haben kann, weil halt mehr hier nicht hinpassen, aber es kann ja sein, dass dann irgendwie die Liste länger wird oder so. Keine Ahnung. Mehr natürlich sehr schön. Zauberplätze, okay. Attributswert oder Bonustalent? Ich weiß nicht. Was, wenn wir Bonustalent machen? Ah, dann... Okay. Dann können wir hier so... Doppelklinge, Schild heben. Okay. Da könnten wir ihnen wahrscheinlich sogar auch sowas geben wie gut Lastenträger zum Beispiel. Dann können wir die Lasten ein bisschen erhöhen. Das ist natürlich auch nice. Vielleicht trifft er dann mehr. Hm.
Robust ist auch geil. Naja, aber robust passt das zu einem Magier? Unglaublich genau, beidhändig. Oh, für Jesus das Teil, was ich trage, halte ich ein RK. Das heißt, egal ob ich, egal was für eine Rüstung, ich erhalte mindestens immer einen zusätzlichen RK-Punkt. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Ich finde halt robust auch ganz. Macht zwar nicht so viel Sinn, aber. Ich darf zusammenwürfeln beim Wiederherstellen und ich darf. Ich bin robust und standhaft. Meine Konstitution erhöht sich um 1, maximal 20. Gibt es. Du kannst deine Bonusaktion verwenden, um zu zielen. Bis zum Ende deines Zuges haben deine Angriffe mit Fernkampfwaffen keinen Nachteil oder Vorteil, unabhängig der Bedingungen. Das ist natürlich auch. Das ist natürlich auch ganz geil, weil wahrscheinlich dadurch die Chance zu treffen mit einem Fernkampfangriff bei ihm sich erhöht. Hoffe ich mal. Ich wähle das mal aus. Ja, was für ein Zauber fügen wir hinzu? Ich habe noch nie irgendwie so ein paar Zaubertricks so wirklich stark angewendet. Was war das automatisch? Ja, komm, mach einfach hier automatisch. Wähl ein paar aus. Mache ich ja auch ein Bonustalent hinzufügen? Ne, ich glaube, ich erhöhe bei ihm nur Attributspunkte. Geschicklichkeit, Weisheit und Konstitution. Geschicklichkeit ist schon auf 20. Was macht das? Agilität, Reflex und Balance, okay. Konstitution ist das Maß Gesundheit und Weisheit. Ja, einer auf Weisheit, einer auf Konstitution. Ich glaube, das ist schon ganz gut in Ordnung. So. Ihnen geben wir auch nochmal ein Bonustalent. Ausrufezeichen, was bedeutet das? Du hast bereits ein oder mehrere. Oder alle Vorteile dieses Talents, weshalb diese Wahl weniger nützlich ist. Oh, das ist auch schön, dass es angezeigt wird. Ich würde sagen, er bekommt mal robust. Ja, damit haben wir. Ja, schön gelevelt. Wir haben noch nicht wirklich was erreicht, ne? Also wir sind jetzt immer noch seit ein paar Folgen unterwegs und ne, das passiert halt bei dem Spiel.
müssen jetzt eigentlich gleich da sein, oder? Problem ist halt einfach, dass wir so hart viel Nahrung verlieren, dass wir am Rückweg wahrscheinlich Probleme haben. Aber wir haben Goblins gefunden. Eventuell können wir da ein bisschen was von denen mitnehmen. An Nahrung. Schattendolch hilft einem lasierten Dolch, der physischen Schaden hinzufügt. Oh, cool. Schattendolch! Attack! Arias ist endlich mal nützlich geworden. Der Schattendolch ist schon echt ein bisschen cooler als dieser Feuerbolz, in den er da schießt. Alles klar. Gefällt mir. Crit. Kill them all. Aber er hat auch, einen kritischen Wurf gemacht, glaube ich, ne? So war das. Sah zumindest danach aus. Oder? Nee, er hat nicht kritisch gewürfelt. Er hat nur insgesamt eine 20. Aber hat damit einen Erfolg mit dem Rettungswurf und hat damit mit dem kritischen Treffer sich nicht. Also hat verhindert, dass der kritische Treffer ihn wahrscheinlich gekillt hätte. So, das trifft, was auch immer er macht, okay. Aber, wie man sieht ja hier, Erik ist robust. Na, den habe ich ja robust gemacht. Ich finde super, dass es ein Zaubertrick ist einfach nur, ne? Das heißt, es verbraucht hier nicht nur Punkte. Wenn das nochmal trifft, ey, das wäre so nice. Das wäre ein cooler Angriff. Impressive move, my friend. Holy shit, ist das ein geiler Angriff. Okay, Arias ist gerade von super doof auf amazing bei mir gestiegen. Alles klar. Hast du nicht verfügbar? Ich habe keine... Ja, doch, habe ich eigentlich schon, ne? Also ich habe schon Pfeile. Kann ich die? Ne, kann ich nicht. Ah, fuck. Okay, ich brauche vielleicht auch Pfeile. Ja, ich weiß, ich produziere hier alle Stunde ein 20er-Stack in mein Inventar. Das tue ich. Aber halt auch immer jede Stunde nur. Aber holy shit, ist dieser Schattendolch geil. Also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht bei dem, beim Level Up. Mehr ist robust. Er kann ein bisschen aushalten. Den kriegen wir. Doch, den kriegen wir, wenn wir treffen. Wenn wir gut würfeln.
Nicht so? Dann können wir den angreifen, okay. Ja, ihr wisst, was wir jetzt machen, ne? Schade. Der hat, würfelt 20 minus 1. Okay, 20 minus 1, aber er hat 20 gewürfelt. Das heißt, dürfte trotzdem Crit sein, oder? Hm. Lag es aber nicht an uns, sondern lag eher an ihm, dass er das geblockt hat gerade. Richtig krass. You didn't get me. Nee, so nicht. Oh. 4 plus 0, lol. I'm getting the measure of this. Physisch. Ja, das ist schon cool. Nee, das kann er nicht. Den kann er. Den kann er auch. Bravo! The victory is yours. Nope. Ach, wie schön. Er lebt noch, ich glaube. Achso, da. Ach, der ist noch gar nicht. Achso, der ist halt nicht gestorben. Der ist halt hart am Sterben, aber noch nicht ganz. Jetzt haben wir es geschafft. Mega nice. Gut, dann looten wir nochmal, würde ich sagen, alles. Und dann geht's aber weiter in der nächsten Folge. Dann sind wir am Ziel angelangt. Ja, Pfeile. André bekommt ein paar. Den 5er-Stack gebe ich aber trotzdem nochmal ihm hier. Ich kann theoretisch ja immer noch, wenn er nochmal Pfeile beschwört und er hat viele Pfeile, hat aber andere, also André zum Beispiel nicht, kann ich ihm ja immer noch eventuell mal ein paar Pfeile übergeben. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein Problem. Das ist ein Krummsäbel, the fuck. Er hat unglaublich wenig Belastung gerade. Okay, gucken wir gleich mal rein. Ich schaue nochmal, ob wir hier noch was zu looten haben. Natürlich. Pfeile. Blätter das mal so ein bisschen auf. Oh. Oh, bemerkenswerte Ambusbolzen. Interessant. So, dann bekommt er nochmal hier zack, zack, zack. Krummsäbel. Hier, weil er wenig Tarplatz noch hat. So, zack. Äh.
so. Ja, die Fackel, Non-Chrom-Säbel, Kurzbogen, Pfeil. Müssen wir mal gucken, was jetzt diese, was diese Krummsäbel dann nochmal so machen. Die irgendwie geil sind. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ja, das ist, ja. Holy shit, voll gemüllte Mitte. Kann ich gar nicht hier nutzen. Könnte der theoretisch hier den Krummsäbel nutzen? Ah, er ist sogar hier auch einzeln. Ja, könnte, ja. Das macht aber 1,6. So Axtschaden quasi. Also, naja. Hiebschaden, genau, das war's. Und das macht Stichschaden. Hm. Ich glaube, ich gebe ihm das mal hier, das Ding hier. Ich wechsle mal kurz die Muni aus. Ja, doch so. Machen wir es mal so. Und 1,8 Schaden, 1,8 Schaden, 1,6 Schaden. Ja, gut, das. Ist okay. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal ganz, ganz in Ordnung, die Ausbeute, ne? So. Dann machen wir hier Stopp und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ja, ich weiß, wie gesagt, wir sind ja noch auf der Reise und das dauert halt ein bisschen, bis wir dann unseren Zielort ankommen. Aber wir haben auch ein Level-Up zwischendurch gehabt. Wir haben ein bisschen was ausgerüstet und so weiter und so fort. Und unser Magier, unser Arias, wie man ihn aussprechen will, der hat jetzt auch eine coole Fähigkeit, mit denen er besser trifft, mit denen er mehr Schaden macht. Also im Grunde genommen, ja, der Weg ist länger, aber der hat uns auch was gebracht. In der nächsten Folge kommen wir dann an und dann schauen wir mal, was wir da so erleben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.